Hallo. Also Tobi und Robin haben mich heute leider im Stich gelassen, deshalb bin ich heute einmal alleine hier. Ich werde mir aber gleich nochmal irgendwo Unterstützung suchen, wenn wir da ans Workout rangehen. Wir starten wie immer mit einem Warm-up und zwar sind das heute 2 Runden. Ihr macht bitte gleich 50 Knee-Levers, 25 Jump-Over-Object. Da ist eigentlich egal, was ihr euch nehmt. Sollte nicht so hoch sein. Ihr könnt euch auch ein Kissen auf den Boden legen oder was auch immer. Einfach, dass ihr einen kleinen Gegenstand habt, über den ihr gleich rüberhüpfen könnt. Und dann machen wir noch 25 Air-Squats. Das wie gesagt zweimal. Danach machen wir 5 Inchworm-to-Push-Ups, 20 Shoulder-Taps und 3 Wall-Climbs. Wir haben heute, wie jeden Tag, wieder 2 Varianten von unserem Workout. Einmal die Basic-Variante für zu Hause, wenn ihr kein Equipment zur Hand habt. Und einmal die Performance-Variante. Wir machen gleich zusammen die Basic-Variante. Ich stelle euch aber die Performance-Variante natürlich auch einmal vor. Unser Basic-Workout heute sind 4 Runden for Quality. Das heißt, es geht heute nicht auf Zeit. Ihr solltet trotzdem zusehen, dass ihr innerhalb einer Runde hier zügig von einer Übung in die nächste geht. Ihr startet da bitte mit 15 Meter Sandbag-Carry. Die meisten werden wahrscheinlich keinen Sandsack zu Hause haben. Deshalb könnt ihr euch da auch wieder irgendwie anderweitig irgendwas suchen, Rucksack befüllen mit Gewicht, Wasserflaschen, was auch immer, dass ihr einfach einen schweren, relativ schweren Gegenstand habt. Das sollen heute 10 Kilo für Männer und 7 für Frauen sein. Guckt einfach, dass ihr da irgendwas in die Richtung euch organisiert. Danach macht ihr 10 Squats mit eurem Gegenstand. Ihr solltet ihn heute übrigens vor der Brust halten. Im Bärhack, das heißt, ihr umarmt ihn hier quasi vor eurer Brust, zeige ich euch gleich nochmal. Deswegen hier bitte von diesen 15 Meter Sandbag Carry am besten, ohne den Gegenstand abzulegen, direkt in diese 10 Squats übergehen, dass ihr da keine langen Pausen macht. Bei den Basics sind es heute danach 30 Sekunden Handstand Hold. Also einfach 30 Sekunden im Handstand an der Wand stehen. Wenn euch das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, könnt ihr auch die Füße auf die Couch oder auf einen Stuhl legen und einfach in einen Handstand ähnliche Position reinklettern. Zeige ich euch gleich nochmal das nochmal als Skalierung. Genau. Danach macht ihr einmal 2 Minuten Pause, dann startet ihr wieder von vorne. Das Ganze, wie gesagt, 4 Runden. In unserer Performance-Variante ist es eigentlich sehr ähnlich. Auch hier haben wir 15 Meter Sandbag-Carry und 10 Sandbag-Squats. Hier ist nur das Gewicht ein bisschen schwerer. Für Männer sollen es 20 Kilo sein, für Frauen 14. Guckt, dass ihr dementsprechend euch einfach einen schwereren Gegenstand organisiert, den Rucksack ein bisschen schwerer macht, wie auch immer. Und dann sind es 10 Meter Handstand Walk. Wenn ihr in eurer Wohnung jetzt keinen Platz habt, um 10 Meter im Handstand hin und her zu laufen, zeige ich euch da auch gleich nochmal eine Skalierung für. Auch ihr macht da bitte 2 Minuten Pause und fangt dann wieder von vorne an. Am Ende haben wir noch wie jedes Mal ein kleines Cooldown. Das machen wir gleich einfach zusammen. Da steht's, muss ich jetzt nicht nochmal einzeln vorlesen, das zeige ich euch gleich ganz in Ruhe. Also, wir machen jetzt einmal zusammen das Warm-up, bevor es gleich losgeht. Und zwar startet ihr mit den 50 Knee-Levers. Ich mache jetzt einmal 10 Stück. Also 10, ihr macht bitte 50. Danach die 20 Jumps over Object. Ich habe mir hier einfach ein Gummiband hingelegt. Ihr könnt, wie gesagt, irgendeinen Gegenstand eurer Wahl nehmen. Und da hilft ihr einfach parallel zu einmal, 20 Mal drüber. Ich habe wieder meine 10 gemacht, ihr macht bitte 20. Danach einmal 25 Air Squats. Zwischen Hüft- und Schulterbreite hinstellen, Knie nach außen, aufrecht bleiben. Die Hacken verlassen bitte nicht den Boden. Ihr macht bitte 25, davon 2 Runden. Wenn ihr damit durch seid, einmal die 5 Inchworm to Push-Up. Auch hier hüftbreiter Stand, Hände, Knie durchgestreckt lassen, Hände auf dem Boden nach vorne krabbeln, eine Liegestütz und wieder zurück. Davon 5 Wiederholungen. Dann geht ihr in die Liegestützposition, macht einmal 20 Shoulder-Taps. Und wer kann, sucht sich dann eine Wand. Ich
kann es euch jetzt nicht vormachen, an der Glasscheibe ist es, glaube ich, zu rutschig. Aber ihr macht bitte 3 Wall Climbs. Also auch hier in die Liegestützposition. Dann klettert ihr hier eure Wand hoch. Wie gesagt, bei mir ist es zu rutschig an der Glasscheibe. Ihr macht das bitte am besten, bis ihr mit der Nase einmal die Wand berührt, klettert wieder zurück, davon 3 Wiederholungen. Dann haben wir das Warm-up schon mal geschafft. Wir starten jetzt einmal mit dem Workout, machen euch noch mal einmal alle Übungen vor. Ich habe noch einen mehr oder weniger freiwilligen Kandidaten fürs Vormachen gefunden. Der Tobi macht das jetzt gleich einmal. Und zwar geht es ja gleich los mit den 15 Meter Sandbag Carry, sowohl bei Basic als auch bei Performance. Dazu schnappt ihr euch euren Rucksackgegenstand oder was auch immer. Na, das schaffe ich noch eben selber. Den nehmt ihr im Bärhack, das heißt, ihr nehmt ihn einmal vor den Oberkörper, nehmt hier die Hände zusammen und haltet den fest und geht dann einfach 15 Meter damit. Okay. Danach am besten nicht loslassen, sondern weiter festhalten und direkt in die 10 Squats übergehen. Achtet hierbei bitte darauf, dass ihr aufrecht bleibt. Sobald ihr hier irgendwo den Ball zwischen euren Beinen liegen habt oder auf euren Oberschenkeln, läuft was schief. Aufrecht bleiben, Knie raus. Kennt ihr ja. So, danach 30 Sekunden Hands and Hold war es, genau. Das macht Tobi euch jetzt einmal vor. Wir müssen es jetzt hier einmal an der Scheibe machen. Pass auf, dass die Heile bleibt. Einfach im Handstand ran und 30 Sekunden stehen bleiben. Ja, das wäre die Basic-Variante. Wenn ihr keinen Handstand könnt, ist das gar kein Problem. Dann sucht ihr euch einmal rüber. Vielleicht einfach eine Bank, euer Sofa, irgendwas, was stabil steht. Stellt die Füße darauf. Geht mal in die Liegestütz quasi. Füße drauf. Und jetzt klettert ihr mit den Händen einmal ganz nah an die Bank ran. So nah es geht. Genau, dass ihr so eine handstandähnliche Position erreicht. Und von hier macht ihr bitte 20 Shoulder Taps. Das heißt, ihr berührt jetzt mit euren Händen die Schultern. Genau, sehr gut. Das wäre die skalierte Variante dafür. Perfekt, danke. Dann kannst du dich einmal hier hinstellen. Bei Performance ist wie gesagt alles gleich, nur die Gewichte sind anders, 20 und 14 Kilo hier. Statt den 30 Sekunden Handstand Hold macht ihr aber bitte 10 Meter Handstand Walk. Tobi macht das einmal vor. Sehr schön, wenn er da unten angekommen ist, dann sind da schon 10 Meter. Perfekt, danke schön. Wer jetzt keinen Platz im Wohnzimmer hat, um 10 Meter zu laufen, was ja durchaus vorkommen könnte, der geht bitte wieder an die Wand. Tobi, komm noch einmal her. Geht auch hier in den Handstand Hold, diesmal aber mit dem Gesicht zur Wand. Genau, wie gerade im Warm-up. Und macht dann hier die 20 Shoulder Taps. Genau, da immer drauf achten, dass ihr die Hüfte immer mit verlagert. Perfekt, danke schön. Ganz toll. Genau, das waren die beiden Varianten und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und ziehen das einmal zusammen durch. Aber selbstverständlich. Warte.
Sonst denn noch? Das Workout haben wir hinter uns gebracht. Wir starten jetzt einmal mit unserem Cooldown. Und zwar geht's los mit der Pigeon-Position. Die halten wir eine Minute. Wir starten mit dem rechten Bein. Zwar kommt er immer auf die Knie. Legt das Bein einmal hier vor euch ab. Am besten im rechten Winkel. Versucht es, den Fuß vielleicht festzuhalten, dass er euch hier nicht so weit abhaut. Und dann versucht ihr euch hier einmal nach vorne abzulegen. Das halten wir jetzt, wie gesagt, eine Minute lang. Dann wechseln wir einmal die Seite. Einmal den linken Fuß nach vorne holen. Aua. Dann setzt ihr euch bitte einmal alle hin. Zieht einmal den rechten Fuß hier zu euch ran. Und versucht euch hier einmal auch wieder mit dem Oberkörper nach vorne zu lehnen. Platz. Platz. Jetzt ist auf Video, dass mein Hund nicht hört. Mach Sitz. Sitz. Fein. Auch das bitte eine Minute pro Seite halten. Dann einmal die Seite wechseln, linken Fuß ranziehen und hier zur rechten Seite rüberlehnen. Für die letzte Übung, den Supine Twist, legt ihr euch bitte alle einmal auf den Rücken. Zieht dann euer linkes Knie einmal zur Brust ran und zieht es dann hier einmal rüber auf die Seite. Wer kann, legt es ab. Dann zurückkommen. Das rechte Bein einmal zur Brust ranziehen und auch hier einmal auf die Seite rüberrollen. Und eine Minute halten. Okay. Dann könnt ihr noch eine Minute im Rebound auf dem Rücken liegen bleiben, wenn ihr möchtet. Ansonsten habt ihr es damit geschafft. Tschüss und auf Wiedersehen.